Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grid Autosport. Ja, seit langer Zeit mal wieder auf dem Raceway unterwegs. Mit dabei sind der Meatball. Moin. Der Arni. Hallo. Der Chris. Hallo. Alias Mini Cooper. Und natürlich meine Wenigkeit, der Ben. Ja, eben schon ein paar Runden hier in der Lobby warm gefahren und wir haben schon einige Bekanntschaften gemacht, ne? Der Chris alias Mini Cooper? Hab ich gesagt? Alias Mikro verkapselt, ja. Ja, siehst du, ich war lange Zeit weg vom Fenster, ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich hier spreche. Deswegen habe ich ja so, hallo! Aber sehr geil. Alter, ja gut, mit Demenz hast du noch nicht, oder? Nein, noch nicht. Aber nur erzählt mal hier, was haben wir denn hier für Freunde eben gefunden? Ja, zwei Franzosen. Franzosen, genau. Die auch vom FMR-Clan sein können. Ja, FMR-Clan. Oh. Ich hab... Was ist da hinten passiert? Ja, der ist einfach mal stehen geblieben. Alter! What the fuck? Da ist einer direkt in die Wand hier. Naja. Auf jeden Fall turbulente Start. Ja, wie der Zombie mich wegbashen wollte wieder. Oh ja, oh ja. Upsala. Upsala. Ja, das war wohl nicht so gut. Ey, warum geht mein Auto nicht so recht? Ich hätte Windschatten gehabt. Alter, wie der andere mich gleich wieder wegbasht. FRC, was sonst? Das untersteuert aber ganz schön ordentlich, das Auto. Ich muss echt warten mit dem Gas. Wir haben mich immer wieder rammt. Es ist so geil. Vor allem kann das Coole nichts fallen. Das Coole ist ja, mich hat dann in Ruhe gelassen, weil wenn mit dem HF drüber stand wahrscheinlich. Also mich hat er komplett in Ruhe gelassen. Obwohl er die Chance gehabt hätte, mich mal weg zu Hause. Okay, jetzt ist der Chris vor mir, ein Engländer am Kampf. Oh Gott, da kam die Karre quer beim Hochschalten. Alter, ich hab so einen harten Linksdrall, dass ich um die Rechtskurve hier rumkomme. Also wenn ich das Auto vom Engländer hier sehe, dann müsste der Heck echt derbe instabil sein, weil sein Heck-Spoiler irgendwie auseinandergefallen ist. Hey Jungs, jetzt ist aber gut, ey. Oh, auf Platz 3 ja, und 4 wird sie auch gut gekämpft. Das sind die Fremdsachen. Ja, das sind sie. Jetzt ist der so schlecht aus dem Tee gekommen, der hier seinen Windschatten ja nicht braucht. Oh nein. Ja, fahr mal kurz mal über das Gras hier. Okay, oh, Alter. Die haben eigentlich dieser Zombie. Jetzt hab ich das mal gemerkt. Okay, letzte Rückblende ist weg. Ist der völlig bescheuert, der Spinner. Ja, die haben totalen Arsch offen. Der spinnt ja, der Kerl. Und dann lenkt er auch noch ein bisschen rum. Geht nach vorne am letzten Licht. Na, mal gucken, wie wir den hier noch kriegen oder auch nicht. Oh. Wen haben wir denn hier in der Nähe von uns? Niemand, ne? Schade. Kann keiner schützen, wie wir müssen. Oh, Rechtskurven geht nichts mehr. Die Karre nach links sieht so aus. Ich will doch einfach nur den Kerl da vorne loswerden. Mal gucken, wie wir das hinbekommen. Ey, vorletzte Runde. Ja, den kommt komplett im Arsch. Ich hab's gesehen, ja. Oh, Rechtskurven ist einfach no way. Passt, Junge. Boah, oh, ich werde jetzt rechts. Wo bist du gerade? Anni? Ich bin auf Platz 2 und führt gerade den ersten. Ach. Ich habe mich irgendwie am Anfang durchgeschlängelt, muss ich sagen. Stark. Und wie gesagt, die etwa 10 Leute und die Rest haben mich komplett in Ruhe gelassen. Ja. Naja, ich hab gleich wieder den Sharps vor mir. Aber jetzt kommen wir rechts gucken, da gibt ja keine Chance, hier irgendwas zu machen. Jawohl, Ben! Das war ganz gut, ne? Das war gar nichts. Jawohl, Reifenplatz hat er jetzt vorne links.
aber sicherlich nur bei dir, weiß ich. Oder fährt er auch? Fährt er auch gut. Aber warte ab, mein Lieber, da vorne wartet noch der Zombie auf dich. Nee, ich will ja gar nicht vorbei, ich will ihn jetzt hier erstmal ins Ausschieben. Aber dafür dreht mich. Was hast du eigentlich für eine abenteuerliche Lackierung? Wenn ich das wüsste. Das ist aber nicht die HF-Lackierung. Mimimi. Oh, Rechtskurven. Sie so langsam fahren. Ja, ja, ich fahre aber auch nicht schnell. Das ist der Sieg. Und hier erreicht ein Fahrzeug das Ziel. Oh, oh, abkürzen. Ungeil. Ungeil. Ja, ist ungeil. Habt ihr verzeihen, sag mal. Was ist das denn? Wow. Ein Zombie. Jawohl, da hat der Zombie mich noch abgepasst. Nice. So, 1,17, ja, das ist ja meine Zeit sogar. Toll. Mikro ist orange. Ja, ich weiß nicht, ich werde nur gerammt und ich krieg's, ey. Es ist so hart. Macht Sinn. Meatball explodiert auch gleich. Da muss ich gleich mal eskalieren, glaube ich. Ja, aber ich brauche ein Auto dazu, was doch was aushält hier. Hier schrumpfst du den drauf und hast du gleich Carbonexplosion, ey. Aber ich hab's ja ganz geschickt gemacht, nach der langen Geraden, nicht aus seinem Windschatten raus oder irgendwas. Nein, sobald er in die Eisen stieg, hatte ich nur noch so 10 cm. Aber die Kiste war kaum noch zu steuern, hey, er hat so übelst nach links gezogen. So, welche Strecke fahren wir? Hier, die rechte hier. Ja, ich hab den Steuer zu spät. Was ist da los? Jetzt, ein von eins. Jetzt wäre rechts gewählt. Geil, ich bin rausgeflogen. Was? Ja. Och nee. Und Verbindung getrennt. Oh nein. Steam-Verbindung ist weg. Yay! Und da ist sie wieder. Offline gegangen oder was? Ich weiß auch nicht, wa? Das so gibt's ja gar nicht. Hier die FRC-Leute verlassen ja vielleicht die Sitzung. Ja, der eine ist schon mal raus. Ja, ich bin wieder da. Ja, komisch. Ach, wieder das Auto. Aber wie geil das war, da hat der Zombie vor der Ziellinie auf mich noch gewartet. Direkt mit Vollbremsung vor mir noch reingezogen. Herrlich. Ja, so, das macht Laune. Aber Mai sollen sie machen, weißt, weil fahren kann sie ja nicht. Ach ja, mit den Autos auf dieser Strecke, ne, ist auch so ein Eiertanz, glaube ich. Vor allem, man sieht ja, was das hier für eine Crasher-Lobby ist hier, von den Ausrufezeichen her. Mhm. Aber der eine ist ja schon weg. Eine ist ja jetzt schon weg. Bist sogar schon orange, meine Fresse. Naja, ich bin schon rot. Also... Das ist orange, du musst ein bisschen mehr. Also rot, für rot brauchst du noch ein bisschen, ja. Rot, das leuchtet sich gut in den Ohren. Danke, dass Sie beim heutigen Event dabei sind. Bitte, die Kiste ist total im Sack hier. Ist mal alles wieder repariert. Was ist der Streckentyp labert? Ein gutes Qualifying. Und hier geht's ausschließlich ums Training. Hä, was? Peter, dann bin ich den Fahrer mal hier durch. Es wird bestimmt ein tolles Event. Müssen wir DRS aktivieren hier. Ja. Oh, Platz 2. Naja, wenn das mal gut geht. Vor mir. Und hinter mir ist der Fleischbällchen. Mhm. Mit der schönen Lackierung. Ja. Wenn ich den anderen gleich mal guten Tag sagen, der Lackierung. So, das geht schon gut ab dahin. Hoppala. Oh, Kollege hier. Oh, was kommt denn? Das war nicht weggesagt. Ja, ich hab's gesehen.
das ist gar nicht machbar mit den physikalischen Sachen, die man hier so drauf haben kann. Oh, hau ab jetzt, du behinderter Spacko! Ey, zack, bumm, letzter. Jetzt sind die Jungs da vorne zu gang. Nein. Der ist schon wieder da, der erste. Welcher? Ja, der erste Redback. Hier, Sound Network Ziel. Nichts bringt das Zeug. Es ist doch der Wahnsinn. Alter. Leute, vorne geht's jetzt ab, ne? Ja, ich hab grad abgehört. Deswegen. Shit. Ja, ist auch nur eine Frage der Zeit, bis ich hier geschluckt werde von 5. Da überschlägt sich einer hier volle Lotte. Ach, der FRC-Typ natürlich. Kamikaze Ausflug jetzt grün. Ich würde mal gerne wissen, was der mit seiner Kamera gemacht hat. So wie die abgeht. Der hat aber auch Windschatten, aber die immer für sich getan. Gott, da dreht mir ja noch weg. Mann, die Wichskarre lenkt hier überhaupt nicht, ey. No. Plack, ey. Wir wollen ja auch die jüngere Zielgruppe erreichen. Ja, das sind genau die richtigen Worte dafür. Warte, Ü3 oder was? Also im dritten Gang ist die Karre derbe instabil, ne? Zumindest bei manueller, bei automatischer Schaltung. Boah, jetzt lenkt die Kiste überhaupt nicht mehr. Gott. Nach der langen Geraden erstmal schön in die Mauer einfädeln. So, letzte Runde. Ist der Typ vorne immer noch? Ja, hast du gerade rausgeschoben, Adi? Nein, keine Fan. Habe ich hier irgendwie ein Teil vor der Karre und ich komme nicht mehr vorwärts. Du hast, aber nichts, am Topf liegen. Du hast aber nichts zu befürchten. Ich bin weit, weit weg. Mich bei dem FRC-Typ immer gerade schön bedankt. Hoffentlich schaffe ich überhaupt mit dem vierten Platz rauszufahren. Hinter mir der Kerl ist schon richtig dicht dran, ey. Bam. Ah, perfekt, perfekt. Jetzt hat er Chaps die Spielliste verlassen. Hoppala. Du darfst ruhig gerne lachen. Das ist gar kein Problem. Ja. Man sieht es an den Rundzeiten.
Direkt erste Runde Karre schon klar. Ich bin mir gespannt, ob die Musik richtig gut auf der Aufnahme zu hören ist beim Spielen. Oh ja. Ja. Das war das zweite Rennen eben, ne? Oder? Yep. Ja. Oh, jetzt geht's ab. Ach nee, dein. Oh ja. Dein Lieblingsauto. Naja, ich bin mal gespannt, wie er sich mittlerweile fährt. Also die haben ja wieder hier eine Fahrphysik, bin der Meinung, doch mal ein bisschen rumgeschraubt wieder. Aber immer schön quer. Ja gut, das ist mit der Karre nicht so schwer, ne? Ja, richtig schön einfach. Deswegen ist das auch so geil eigentlich. Barcelona. Hauptstraße. Ich habe die Strecke gar nicht im Kopf gerade. Wird ja was. Mit meinem Ausrufezeichen. So geil. Ja, alle rammen dich jetzt schon weg, provisorisch. Na Quatsch, wie sagt man? Prophylaktisch. Präventiv. Prophylaktisch. Prophylaktisch, was war das denn nochmal genau? Prophylaxe. Vorsorge. Ja, ne? Vorsorglich. Wir haben medizinisch dann, ne, oder? Das wird heute ein wildes Rennen. Na, gibt's überhaupt noch Zeit für professionelle geregelten Motorsport nicht. Und deshalb freue ich mich auf riskante Duelle und eine große Rang. Herrlich, ich habe nicht gesehen. Ich glaube, er arbeitet auch gerade ein bisschen daran, rot zu werden. Ah, okay. Also rot bin ich ja schon lange. Nee, das ist noch orange, also es geht noch eine Stufe härter, warte ab. Ja, gut, von dem Ausrufezeichen her, das ist richtig. Ja, ja. Ach so, okay. Und hier, links und rechts aus den Ohren hier. Aber es ist mit Franzosen irgendwie immer das gleiche. So, los geht das. Platz 2 wieder, mal gucken. Eben wurde es Platz 4. Oh, Alter, der... Driften. Sorry, Arnie. Ja, der Fummel muss dann wieder Gas geben. Ne? Arnie sitzt mit dick auf den Fersen hier. Dahinter dachte der Daniel. Schön viel. Ich hab direkt drauf gehört, was er gesagt. Mann, ey, ich darf nicht auf andere hören. Nee, darfst du nicht. Oh nein, zu lange quer gestanden, das war schlecht. So ein wunderbar harten Begrenzer, ey, arschgeil. In einigen Kurven beginnt immer die Musik, ne? Ja. Ja, hier ist, versteht das Publikum nicht. Und Boxen und so. Ach, daher kommt das. Das glaube ich nicht. Obwohl, das könnte echt sein, ja. Aber ich dachte immer, das Spiel hat so dramaturgische... Meinst du, so in Szene gesetzt? In einigen Kurven denkt das Spiel so, ach, jetzt braucht er Musik und so. Das ist gerade spannend. Aber dass hier an der Rennstrecke so eine kleine Disco herrscht, hätte ich nicht gedacht. Nee. Nee. Oh oh. Wow. Sitzt du zurück, dass die Lenkung immer noch kaputt ist? Das ist ein Quatsch. Ja, das hatte ich vorhin auch. Das ist so ein Blödsinn, ey.
Also in der Kurve verliere ich echt ein bisschen Zeit da. In dem Kreisel? Geil. Ja. 5 Runden wollen die hier fahren. Why not? Jawohl, immer quer. No. Oh. Gott, oh Gott, oh Gott, das war eng. Ach Gott. Jetzt kommt hier wieder die Musik, ey. Ich krieg die Krise in jeder Kurve. Jetzt muss ich das hier mal anständig fahren. Früh bremsen, innen bleiben. Möglichst nicht quer stehen und dann aufs Gas. Doch, ich bin ja hinter dem Daniel immer schön am Querfahren. Boah, und der Kerl kommt hier schon mit seiner asiatisch angehauchten Karre an. Jawohl, Daniel, so geht es. So geht das. Aber da ist er gut gefahren, da ist er sehr gut gefahren. Oh, ich nicht. So geht das nicht. Nee, da bin ich ein bisschen weit rausgetrieben. Oh, sorry, aber... Macht nix. Da kam ich ein bisschen angeflogen, Schlagartig.